Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Ja, mit dem gestrigen 28. Februar ist der meteorologische Winter auf jeden Fall beendet. Das heißt, wir sind jetzt im meteorologischen Frühling. Und ja, man kann wirklich sagen, was war's für ein Winter gewesen. Es war ein deutlich zu milder Winter. Jedenfalls, wenn wir jetzt hier uns mal die Abweichung zur Mitte 61,90 anschauen, plus 1,6 Grad. Das ist schon wirklich sehr, sehr mild. Also das ist nicht nur ein leicht zu milder Winter, das ist ein deutlich zu milder Winter. Und ihr erinnert euch ja noch an meine Prognose. Ich hatte ja gesagt gehabt, plus 0,72 wird wahrscheinlich der Winter nach oben hin abweichen. Und ich wäre fast richtig gelegen damit. Ja, fast richtig gelegen, aber fast ist immer so wie hätte, wäre, könnte. Denn die sehr, sehr milde Phase, die im Februar gekommen ist, nach der Kältewelle, nach der Eiswelle, wenn wir so wollen, die auch deutlich länger letztlich angedauert hat, muss man auch fairerweise dazu sagen, hat einfach dazu geführt, dass selbst der Februar extrem im Plus gelandet ist und wir von diesem riesen Minus, ja, wir im Plus gelandet sind. Und dass hier laut dem Mittel 61,90 der Winter insgesamt nur 0,45 Grad zu warm ausgefallen ist, ja, sagt eigentlich alles über das neue Klimamittel. Da brauchen wir, denke ich mal, nicht mehr weiter drauf eingehen. Gehen wir aber, denn ich habe jetzt natürlich hier den Winterdurchschnitt aktualisiert, logischerweise. Von dem Winter 80/81 bis runter zum Winter 2021. Ja, 1,91 ist offiziell die Abweichung und dann habe ich auch das Mittel dementsprechend das Wintermittel 18/81/2021 angepasst und ich habe das neue Wintermittel 91 bis 2020 Schrägstrich 21 angepasst. Denn das war ja noch nicht raus, wie gesagt. Das ging ja nicht, weil ja der Januar und der Februar, ja, wie gesagt, im Jahre 21 stattgefunden haben. Das heißt, wir mussten ein bisschen abwarten. Und Leute, jetzt schaut euch mal diesen riesen Unterschied an. Ja, das ist das neue Wintermittel sozusagen, ja, aus den Jahren 91 bis 20. Und das waren die alten Mittel. Ja, also da ist absolut keine Ähnlichkeit mehr vorhanden. Das ist schon wirklich in den letzten 30 Jahren, muss man sagen, ist rein statistisch betrachtet natürlich es sehr, sehr deutlich wärmer geworden. Ja, also man kann sagen, zum Allzeitmittel, was für mich das Relevanteste eigentlich ist, ein ganzes Grad zu warm. Ja, innerhalb von 30 Jahren. Das ist schon krass. Heißt aber nicht, dass es natürlich so bleiben muss, denn während diese Sache natürlich jetzt konstant ist für 30 Jahre, variiert diese Zahl natürlich von Jahr zu Jahr, ne? Und ich zeige euch jetzt einfach mal grafisch auch letztendlich den Vergleich zu den drei älteren Mitteln. Wie gesagt, das Rote ist das Langzeitmittel, das ist eigentlich das, was zählt. Und wenn wir so wollen, dann eben dem Neumittel, was hier oben liegt, ja. Und Leute, laut diesem Mittel, alleine wenn ihr euch das mal grafisch anschaut, ja, wenn ihr euch das grafisch mal anschaut, dann seht ihr, dass laut diesem Mittel fast jeder Winter zu kalt ausgefallen ist. Ne? Also das nur mal dazu, was dieses Mittel taugt. Nämlich gar nichts. Ja? Ich habe es jetzt natürlich der Vollständigkeit halber hier reingebracht. Ich werde es aber nicht mehr tun. Ich werde nämlich Folgendes machen. Ich werde jetzt nur noch das Allzeitmittel hier einmal anzeigen. Ja, nur noch das Allzeitmittel und gegebenenfalls auch nochmal das Mittel 61,90, damit, wenn es dann heißt, ja, aber früher war es halt anders, damit man weiß, auf welches Mittel das sich bezieht. 31,60 nehme ich raus, ja, ist auch nicht mehr relevant für uns. Und wie gesagt, zum allerletzten Mal vielleicht der letzte Blick, dieser Abstand zum Langzeitmittel, ne, der sagt eigentlich alles aus. Ja, das wie gesagt dazu. Werde ich natürlich jetzt auch hier entfernen aus dieser Grafik, weil das kein Maßstab mehr ist. Also danach wären bis auf die wirklich absoluten Supermildwinter, die so an die 3 Grad, ja, 3 Grad Temperaturdurchschnitt gehen, wenn wir so wollen. Was extrem heftig ist, das sind nämlich dann auch tatsächlich 3 Grad Abweichung, kann man im Prinzip sagen, fast 3 Grad Abweichung zum eigentlichen Mittel.
bis auf diese super, super, super Mildwinter, ja, sind alle irgendwie im Schnitt oder sogar deutlich im Minus. Und so ein Mittel kann ich meiner Meinung nach da nicht wirklich gebrauchen, weil es die jüngere Generation auch irritiert, ja. Es wird jetzt wahrscheinlich sogar eine kältere Phase kommen. Warum ich das meine, sage ich gleich auch, was die Winter angeht. Und dann ist dieses Mittel, das Mittel 9120, einfach zu verwirrend, ja. Daher weg damit. Bleiben wir bei diesen letzten beiden Mitteln. Ich würde sagen, das ist eigentlich das, was relevant ist. Und danach haben wir auch wirklich die Möglichkeit zu sehen, welche war warm, welche war wirklich kalt. Ja, und warum ich mir davon ausgehe, dass höchstwahrscheinlich die nächsten Winter ein bisschen kälter werden, ist einfach, weil wir diese Phase jetzt im Februar hatten. Das erinnert mich so ein bisschen an die letzte Phase, an die letzte kalte Phase im Februar 2012, der ja auch eigentlich ja, fast ein super Mildwinter geworden wäre, aber dadurch, dass eben wir 2 Wochen diese sibirische Kälte damals hatten, ist der Winter nur leicht, sag ich mal, oder mittelmäßig im Plus gelandet. Ja, der wäre sonst noch deutlich wärmer geworden als der jetzige. Und vielleicht, wenn wir den März 2013 noch mit hinzunehmen, dann können wir sagen, ja, das war quasi so das letzte Mal, wo richtig eine winterliche Phase gewesen ist, bis halt eben jetzt. Ja. Und ja, von daher denke ich, wird es kälter wieder werden und daher wird es sehr spannend zu sehen, wie sich dann letztendlich das Allzeitmittel, das Langzeitmittel, wie das sich von Jahr zu Jahr eben, wie gesagt, verändern wird im Laufe der kommenden Jahre. Das haben wir jetzt also abgeklärt. Gehen wir jetzt hier hin, ja, zu meiner Prognose. Also die Prognose war 0,72 bezogen auf dem Oktober von 1,15 letztes Jahr. Und Leute, es sah ja so danach aus, als wäre der Februar quasi wäre der kälteste Wintermonat geworden. Ist es aber dann nicht. Es war dann tatsächlich ganz knapp der Januar, weil eben der Januar weder eine große Kaltphase hatte, noch eine große Mildphase. Ja, und das war der Grund dafür. Und der Dezember war viel, viel zu mild. Insgesamt eine Summe von 4,87 Grad geteilt durch 3 ergibt dann logischerweise 1,62 Grad. Und die muss ich jetzt hier natürlich auch eintragen. Also meine Prognose, die habe ich bezogen ja, auf meine Prognose verfehlt. 1,62 muss ich hier eintragen. Aber Leute, das ist ja nicht so wirklich so das Problem. Aus 2 Dingen. Erstens sehen wir, dass der Oktober wohl offensichtlich doch noch einen stärkeren Anteil oder eine stärkere Auswirkung hat auf den Winter, der darauf folgt, was wir hier auch grafisch sehr schön sehen, ja. Und ich muss jetzt natürlich die Korrelation neu berechnen. Das werden wir dann auch tun. Und dann sagen wir mal Pearson B3 bis B15 und D3 bis D15, damit wir die neue Korrelation raus haben, die sich natürlich auch von Jahr zu Jahr verändert. Ja, und dann sind wir hier immer noch bei 63,09%. Okay, sie hat sich nicht stark verändert. Aber der große Unterschied ist jetzt nun einmal, dass wir sehen, und das war hier im Übrigen derjenige Winter, sag mal schnell, komme ich jetzt auf den Datenpunkt. Nee, den haben sie jetzt gar nicht, haben sie den gar nicht mehr drin? Müssten sie doch eigentlich. Na, den haben sie rausgenommen, okay. Ja, dann füge ich den hier natürlich auch noch mit ein. Auch in diesem Diagramm. Bearbeiten. Werte der Reihe X, die habe ich. Ist Oktober Mean, okay. Bis B15. Genau, okay. Und Y hat er dann auch bis 15 immer, alles klar, passt. Gut, er hat sich verschoben. Das war der Punkt gewesen, der außerhalb dieser roten Ellipse gewesen ist. Und der jetzt eben, wie gesagt, in der roten Ellipse ist. Ja, so einfach kann man das beschreiben. Das heißt, wir sehen also, ja, es setzt sich dieser Trend fort, bis auf natürlich Ausreißer oder Ausnahmen, die es immer gibt, dass der Oktober offensichtlich vorherbestimmt, was letztlich mit dem Winter auch geschieht, ja. Und ich bin stark daneben gelegen, quasi ja, doppelt so stark daneben gelegen, wie ich eigentlich prognostiziert habe. Gut,
konnte ich nicht wissen, dass so eine Milderung so schnell und so heftig dann wird im Februar, weil tatsächlich war es sogar so gewesen, dass wir gegen Mitte, wo der Peak quasi gewesen ist, der Kältewelle, wir auf das alte Mittel 61-90 eine Abweichung von genau 0 gehabt hätten. Ja? Ist jetzt nicht mehr der Fall, ist hätte aber wenn. Aber wie gesagt, wollte ich euch nur mitteilen und das eben zu dem Winter, der jetzt ja, stattgefunden hat. Ich weiß, es kommt jetzt nochmal was nach im März, logischerweise, ist meistens halt auch so, aber zählt halt offiziell nicht mehr dazu und ich musste bis heute warten, um jetzt dieses Video rauszubringen. Ja, und ich bin mir sicher, wenn wir uns jetzt den Oktober 2021 anschauen werden, Leute, wenn es mal irgendwann soweit ist, ja, dass dieses sich hier bestätigt, ja, warmer Oktober, warmer Winter, ja, mehr sage ich dazu nicht. Bis dahin.